So, wie weit kommen wir heute noch? Das ist eine gute Frage. Ich muss jetzt oder ich möchte mal schauen, wie es mittlerweile ausschaut mit den Teilnehmern angebracht haben. Also, wir sehen, brauchen wir keine mehr. Haben wir alle. Haben wir alle. Cool. Es wird immer mehr, was wir nicht mehr brauchen. Brauchen wir auch nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen eigentlich nur noch Dachschrägen. Ja. Schaut gut aus. Sieht bisher schon richtig gut aus. Also mir gefällt's. So, jetzt ist die Frage, wie macht man das Dach? Sonst kommen wir irgendwann ja nicht mehr rein. Dann machen wir jetzt erst eine Seite und bauen wir dann die andere runter. Also da baue ich auf jeden Fall mal so. Zuerst das Innere. Und dann das Äußere. Genau so. Okay. Ups. Okay. Hier brauchen wir dann so. Hier auch. Ah, okay. Moment mal, die brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wir können die mal nach vorne legen. Die an zweiter Stelle. Genau. Ups. War eigentlich da drauf gedacht. So. Hier brauchen wir aber zuerst das, 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 das. Genau. So. Was brauchen wir da? Okay. Da brauchen wir das. Da brauchen wir das. So. No. Ich glaube, das wird richtig schick. So, Dachschrägen hier. Ups.
verkehrt. Hier brauchen wir dann wieder die roten. So. Schlafen wir eine Runde am Dach? Und dann gleich weiter. So. So, dann machen wir erst wieder dieses hier. Also nee, das brauchen wir noch nicht, das sehen wir noch nicht. So. Quatsch. Ja, man wird nach hinten geschoben von den Steinen, wenn man sie zu nahe setzt. Eigentlich ja ganz logisch. Das ist ein Fehler. Oh, schaut doch ganz gut aus. Also mir gefällt es bisher. Richtig gut sogar. Oh. Aber eh da, eben. Da brauchen wir gelb, weiß. Weiß, weiß. Da brauchen wir rot. Rot, rot. So. Brauchen wir schon wieder neue. Oh Mann. Ja, richtig stressig, dieses Dach zu bauen. Oh. Ah. Okay. Hier müssen wir ein bisschen nachziehen. Ich sehe den Keeper da unten, ich übersehe ihn gerade absichtlich. Sonst werde ich mit dem Haus ja nicht fertig. Das geht ja nicht. So, da unten, den hat er mal nicht gesetzt. Keeper, du kannst dann noch 300 Mal rumlaufen. Ich komme jetzt nicht runter. Wärst du ein Goldkeeper, dann vielleicht. Aber du bist kein Goldener. Du bist ein normaler. Und für normale Keeper renne ich jetzt nicht hier runter. So, weiß. Oh. Okay. Gut. Okay. Dann kann man hier wieder Dachschrägen bauen. Okay. Ja, das Ganze müssen wir natürlich dann auf der anderen Seite auch machen. Aber es schaut gut aus.
Okay. Passt. So. Ja, wenn ich auf die Uhr schaue, sehe ich, wir sind schon wieder absolut in Überlänge. Ich würde sagen, das Video werde ich einfach schneiden. Ich mache jetzt weiter. Also, ich möchte das Haus jetzt endlich mal fertig haben. Ich weiß, ich könnte euch das in Zeitraffer auch zeigen, aber nö, warum? Auch das gehört zu Creativerse. Es dauert halt ein bisschen, bis man sowas hat. Das war knapp. Mein Schuppen mit Holzoptik. Ah, da haben wir noch einen. So. Da wird es dann interessant. Yep. Weil ich glaube, dass sind wir jetzt endlich oben. Ja. Ja, genau, ja, wir wollten eh voll runter. Eins, da haben wir es. Ich habe vorher gesehen, da fehlen uns noch Lampen. Was, Fenster kommt eine Lampe? Okay. Oh, da auch. Ach, immer vor die Fenster, okay. Da also auch. Und da. Und das dritte kommen wir noch nicht, weil das Fenster noch nicht ist. Da oben soll eine Lampe hin. Oh Gott. Machen wir es uns so. Wir machen es uns ein bisschen einfacher. Boah, schaut doch ganz nett aus. So. Mal schauen, wie viel uns jetzt in etwa noch fehlt. Es fehlen uns nur noch ein paar weiße. Ungefähr 300 rote. 4 Fenster. Und ja, 250 Wooden Roofs. Schauen wir mal. 150 haben wir noch. Ech. Eigentlich wollte ich das so machen. Das heißt, wir müssen noch ein paar machen. Das heißt, wir holen uns noch ein bisschen Holz. Hallo Krabi. Ach, Keeper, jetzt habe ich gerade Zeit für dich. Danke. Nehmen wir mal gleich ein bisschen was von dem mit. Und räumen es weg. Ja, ich muss da endlich mal zumachen. Ursprünglich waren es diese hier. Die haben mir aber dann nicht gefallen. So. Könnten wir auch wegräumen. Ich sage, könnten wir, ich weiß. Und wenn wir schon da sind, machen wir das so.
Ach so. Und jetzt kann man die restlichen herstellen. Oh Mann, Invasion in meinem Haus. So. What? So, lass mich hier rein. Dankeschön. So, wie kommen wir da jetzt rüber? Prinzip relativ einfach. Wir müssen nur hier. Jump, jump. So, dann kommen wir hier. Das Fenster einbauen. Hier können wir. War verkehrt. So. Und da können wir ein bisschen Rot einbauen. So. Und dann bauen wir da oben einfach mal weiter. So, wir waren ja da oben beim Dachstock. Genau. Hier. Und hier. Und hier. Und hier. Ups. Und hier. So, jetzt geht's da oben weiter. Zuerst muss ich nicht die Reihe da unten bauen, zu der komme ich sonst nachher nicht mehr. Genau. Wenn ich die dann habe, dann kann ich die Reihe umbauen. So, so. Dann sehen wir auch endlich, wo wir einen Asphalt brauchen, auch wenn ich nicht weiß, was der am Dach sucht. Aber okay, Asphalt. Haben wir hier. Ach, da kommt eine Lampe drauf. Okay. Ja, damit haben wir von oben auch quasi eine Beleuchtung. Oh. Oh Mann. Jetzt fehlen uns da ein paar Roofs. Die können wir jetzt schon anbringen. So. Wunderbar. Mir hat eine Spielerin unseres Arc-Servers vorher verraten, sie hat für ihr erstes Blueprint in dem Spiel 2,5 Tage gebraucht. Allerdings muss man dazu sagen, sie hat sich damals war ganz neu in dem Spiel und hat sich gedacht, die schaut sich das mal an. Und ja, sie hat sich wohl eines der komplizierteren ausgesucht. Und hat damit ganz schön zu kämpfen gehabt. So, ich würde sagen, die eine Seite hier ist fertig. Cool. Alben bisher. So, ja. Komm mal da jetzt lebend hinunter. So. Dann würde ich sagen, schauen wir mal. Kommen da noch Lampen oder so? Oder haben wir alles? Okay.
Schaut ganz gut aus. Wait a second, wasn't that a popular hashtag one? So, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze noch einmal auf der anderen Seite. Einziger Vorteil ist, irgendwann kann ich nicht mehr runterfallen. Oder nicht mehr nach drinnen fallen. So. Hier kommt das, hier auch. Und hier das. Und da kommen überall normale. So. 1, 2, 3, 4. Und da sind noch welche. So. Und 3. Da kommen auch welche her. So. Wunderbar. So. Und Nummer 3 kommt hierher. Genau. Eins, zwei, drei, vier, da auch. Ups. Und so. Oh, schwierig. So. 1, 2, 3 und 4. So. Jetzt kommen wir dann auch bald zu den Stellen, wo wir da drüben nacharbeiten müssen. Kein Problem. Noch haben wir genug Steine. Und eigentlich müsste es, was die Routen angeht, auf jeden Fall reichen. Ups. Oh. Cool. Gut. So, und gleich ist die Scheune fertig. Kann sein, dass wir davon noch ein paar herstellen müssen. Aber das sollten wir alles mithaben.
und ich bin gespannt, ob wir es gleich fertig haben. So. Wunderbar. So. Ja. Da, jetzt sind wir auf jeden Fall schon wieder oben. So. Ups. So, gehen wir mal ein Stück hier runter. Ups, befürchtet, da fehlt mir nicht noch die eine Reihe hier überall. Okay, dann müssen wir die zuerst machen. Dann können wir aber raufspringen. Und dann können wir von oben den Rest machen. So, hier ist überall noch einmal eine Reihe. Vorsichtig, ich will nicht runterfallen. Hier können wir so machen. Oh. So. Ja, ich habe das übrigens jetzt in einem Stück aufgenommen, die komplette Halle hier. Das heißt, ich weiß nicht, wann ihr den Teil seht. Theoretisch ja erst in... oh Gott. Ja, egal. Ich werde wahrscheinlich einfach wieder mehr als eine Folge Creativers im Sendeplan geben. Ich weiß noch nicht wann oder... ob ich statt was reingebe, aber ich denke, oh, das bekommt ihr bald zu sehen. Muss ehrlich sagen, hat sogar Spaß gemacht. Also. Komm, da unten, da unten. Ah, es wird. Es wird so. Na. Sehr gut. Das werden wahrscheinlich wirklich ein bisschen zu wenig sein. Werden wir aber gleich sehen. Dann können wir notfalls noch ein paar nachbauen. Du fährst jetzt mal für 4 oder was runter müssten, aber okay. Wird sich auch was zahlen, weil dann sind wir wissen wir wenigstens, dass wir fertig sind. Ja gut. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So. Der Bahn ist komplett und ich würde sagen, damit reicht's auch. Ist doch schön, dass man hier ein Feuerwerk dazu kriegt, wenn man den letzten Stein setzt. Finde ich auch eine nette Idee. So, da hinten ist jetzt unser Blueprint. Ja, könnte ich jetzt nochmal bauen oder ich baue es einfach ab. Das mache ich auch
Erde habe ich jetzt gerade keine mit. Komm du her. So. Ups. So. Und schon steht unsere Farm. Und schaut, finde ich, jetzt ganz gut aus. Besser als dieses gut rot. Ja, doch, ja, gefällt mir. Ist richtig schick geworden. Jo. Hallo. Und damit, mit lieben Grüßen von diesem Nachtliefi wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich sage tschüss, ciao und baba. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und wer weiß, vielleicht schauen wir uns das nächste Mal noch einen Blueprint an. Muss ich mir aber erst aussuchen, welchen. Und auch erstmal einen Platz suchen, wohin wir es bauen. So, aber wie gesagt, das sehen wir dann alles beim nächsten Mal. Tschüss.